Es ist Sonntag, es ist scheiße heiß. Das ist nicht ums viel zu heiß, das stimmt allerdings. Ichi, bleib mal da. Hallo Andi. Hi. Hallo Dani. Aber wir sind gut drauf und wir gehen jetzt in den Wald und wir werden einmal durchgehen ohne besondere Vorkommnisse. Okay. Also passt auf. Wir sind da, haben wir geparkt. Hier sind wir jetzt. Hier würde es zu so einer Sackgasse gehen. Das wäre, wenn ich das jetzt so hindrehe, der Weg da runter an diesem Hochsitz da vorbei. Niedersitz. Mittelsitz. Wenn wir da lang gehen, das würde ich empfehlen. Dann gehen wir an so einem Steinbruch vorbei. Dann hätten wir hier herunten, ist dann auch irgendwo die Wallfahrtskirche. Müssen wir uns überlegen, ob wir da wirklich runtergehen. Das ist halt ein bisschen Quellen alles. Nein! Was wir aber auf jeden Fall machen sollten, ist hier zu diesem Brackendorfer Steinbruchsee zu gehen. Und das passt eigentlich. Wir würden einfach so lange geradeaus gehen, bis wir bei dieser Schleife sind und dann holzen wir uns einmal quer den Weg darüber. Also jetzt rechts oder links? Jetzt links. Okay. Gut. Und dieses Stück ist wirklich einfach nur rumgestanden und hat nichts gemacht. Das ist Disziplin vom Feinsten. Was zur Hölle? Was zur verdammten Hölle? Die ganze Pause. Alter. Ich hab den auch gesehen. Guck mal, bleibt er mal ein Stück. Ja. Ja, ich dachte, da sieht man gut über das Tal. Pennywise war hier. Ob da so ein Zettel dran hängt. Weißt schon, die. Da sind wir bei der Hochzeit schreiben und alles. Dann müssen wir den zurückschicken, weißt du? Hängt da was dran? Nee, ich glaube. Ist er vollgepisst? Vielleicht. Okay, gehen wir weiter. Ganz kurze Frage, Andi, willst du sterben? Ja. Bergziege. Oink, oink. Andi, spring! Nein, das würde ich sagen, ich nicht, sonst machst du. Ja. Ja. Lieber nicht. Und sonst geht hier heute noch wer drauf. Ja. Echt gepissen. Mir wird da unten schon nichts passieren. In einem dunklen Wald? Hoffentlich. Okay. Hast du auf, gell? Ja. Mir wird hier nichts passieren. Itchy ist schon ganz unruhig. Itchy ist immer unruhig. Das ist wahr. Ah, hi Andi. Sag dir, wird schon nichts passieren. Ja, schau mal. Ich glaube, du kannst dich gleich nach Zecken absuchen. Klo, schau mal. Nee. Die wachsen da, das sind Birnenpilze. Ja, das ist merkwürdig. Nee, die hat irgendjemand entsorgt, aber Herrgott. Ja gut, es ist Bio, aber trotzdem. Ja, dann brauchst du nicht so weit reinfahren. Oder es hat jemand gekotet, aber... Sorry. Wer kackt denn bitte solche Haufen? Bin mir bald da. Ja, da kann ich ja weiß ich noch nicht. Ja. Hier war ich da. Ja. Und dann gehen wir. Hör mal einfach runter. Ich habe Fragen. Danach müssen wir Querfeld ein wieder hochgehen. Wir verlassen. Wenn ihr nicht mitgehen wollt, der Weg da runter ist auch okay. Okay, ich nehme den noch. Also, warte, was machen wir jetzt? Wir verlassen jetzt den Weg. Nee, wir gehen jetzt einfach. Ja, wir teilen uns. Das ist eine gute Idee. Toter Vogel. Sehr toter Vogel. Sehr toter Vogel. Oder tote Federn. Toter Vogel. Itchy war es nicht. Ja, genau, weil... Ich glaube... Itchy, der Indianer. Ja, keine Ahnung. Irgendwas hat halt den Vogel gefressen. Ich habe Andis Rucksack vor der Fresse. Echt schön hier, ne? Ist da gerade was runtergefallen? Ja. Ast oder so, Ast, oder? Ja. Bin ich öfter mal mit den Clemens und Rudern gewesen. Und da sind wir da drüben, siehst du diesen Felsen da unten, der fast im Wasser ist. Ja. Da sind wir drauf geklettert. Und zwar, wenn du da den Felsen da nach oben schaust, da steht da einer. Was ist das? Hallo? 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 Touristen halt, ne? Also wir gehen nicht, du bleibst hier, falls er wieder herkommt. Flo und ich gehen da mal außen rum und schauen, ob er wieder da ist. Scheiße. Komm, fahren wir doch mal. Andi! Schau vielleicht ein bisschen darüber, falls er runtergegangen ist, ruf mal ab und zu mal, keine Ahnung. Der muss hier irgendwo sein.
Andi! Er wollte da hochklettern, glaube ich. Auf die Mitte oder was? Ja, in die Mitte hoch. Ja, wenn er sich aber gebrochen hat. Ja. Ich werf ihn da runter. Andi? Andi? Man sieht jetzt aber nicht, dass hier irgendwas durchgebrochen wird. Er wollte ja eigentlich hier hochklettern. Ja, ich hoffe, dass er da nicht runtergefallen ist. Da geht's tief runter. Andi? Andi? Bitte nicht nach hinten runter, weil sonst falle ich sie runter. Dann geh wieder runter. Okay. Hast du Empfang? Hast du Empfang, dass du ihn anrufen kannst? Schau mal. Nee. Start! Was los? Ich fahr nicht rein. Ja. Das ist der Rucksack. Das ist Andis Rucksack, ja, also das ist mein Rucksack, aber Andi hat ihn getragen. Ist er vielleicht wieder pissen gegangen? Andi? Schau doch mal da hoch, wo wir den Typen vorhin gesehen haben. Sei vorsichtig. Komm, ich meine, was soll's sein? Höchstens, dass irgendein Typ rumgeht. Was hat denn Itchy auf einmal? Ich weiß auch nicht. Nein, hey, du bleibst hier. Itchy? Alles gut. Ich komm gleich wieder. Das ist... total. Das ist total komisch. Hast du Empfang hier? Hallo? Kein bisschen. Kein Empfang, kein Internet. Ah. Keine Chance. Andi? Ah. Alles gut? Dani? Ja. Oh Gott sei Dank. Ja. Das ist, jetzt fehlt noch einer. Das wäre jetzt. Nicht, oder? Das ist. Nein. Er hat. Sind das Essex? Ich glaube schon, dass ihm die. Das sind Essex, das sind. Irgendwas größeres, also ich glaube 45, aber es sind auf jeden Fall. Er hat schwarze Essex. Okay, Das heißt, irgendwas ist passiert. Okay. Ich will einfach nur nach Hause. Wir schauen jetzt, dass wir. Keine Ahnung, Polizei anrufen, Feuerwehr, irgendwas in die Richtung, dass sie mal kommen. Ich such. Mein Handy ist tot. Ich will jetzt eigentlich nicht ohne Andi weg. Das hilft uns nichts. Ich meine, wir haben gesucht, was sollen wir machen? Was willst du machen, ja? Wir gehen jetzt hoch und schauen, wo wir herkommen. Da hat man doch auf dem Weg Empfang. Ja. Und ja. Dann rufen wir die Polizei an und sagen, Brackendorfer Steinbruchsee. Okay. Eine Person vermisst. Den, keine Ahnung, den nehmen wir mit. Ja, dann sollten wir jetzt aber hier vielleicht... Wir sollten uns beeilen, weil keine Ahnung, was los ist. Ja. Er sagt nichts, wir finden ihn nicht. Wir müssen aber schon einen Empfang kriegen. Okay, los geht's. Da geht's hoch. Nee, wir gehen da lang, das ist der einfachere Weg, dann... Bist du sicher? Ich bin mir sicher, ja. Stopp. Ich glaube, wir müssen nach oben. Sicher? Wir kamen von da. Wir waren vorhin oben. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir müssen hochgehen. Ja, okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann los. Okay. Ja. Auf geht's, komm. Vorsicht, gell? Ja. Wir können nicht nochmal einen wegkrochen. Okay. Also wenn ich jetzt auf die Karte schaue, die ich mir vorhin, ich habe uns einen Screenshot gemacht. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, okay? Wenn ich da drauf schaue, dann müssten wir da lang gehen. Da geht es einen Berg hoch? Nein. Da geht es einen Berg hoch und dann kommen wir auf einen Weg. Nein. Wir kommen dann auf einen Weg. Dass du gesagt hast, du weißt, wo wir lang müssen. Deswegen sind wir jetzt hier. Mir steht's bis hier oben mit deiner Sturheit. Weißt du was? Es gibt einen Weg. Ich bin der Meinung, wir gehen da lang. Aber der Weg ist der falsche. Wieso hast du uns vorhin die Karte überhaupt gezeigt, wenn du uns jetzt nicht glaubst? Die Karte habe ich da. Mach's gleich alleine! Weil ich weiß, dass wir da lang. Hallo! Weg! Da lang! Nein. Weißt du was? Wir sind verirrt. Flo, sag was! Nein. Da, komm! Ich würde schon. Füße! Ach komm, es ist jetzt. Dani, das ist ein absolutes Chaos! Ja, ich weiß! Müssen wir da lang? Okay, hier ist ein Weg. Ja. Ich dachte, du weißt, wo es lang geht. Da!
Das kommt mir nicht vor, als wären wir hier schon mal gewesen. Wo genau sind wir denn? Da liegt eine Jacke. Ah, Zivilisation. Flo, das ist Rebeccas Jacke. War das Itchy? Es kommt von da. Ich glaube, es kommt von da. Dann gehen wir da lang. Los! Hast du es gehört? Was? Dani! Verdammt, was? Dani? Was war das? Scheiße! Fuck, wo bin ich? Shit.